Willkommen zur Börse an diesem Freitag. Ja, die Bank of Japan hat für viele ziemlich überraschend die Zinsen gesenkt. Das war eigentlich heute die Headline des Tages und hat die Märkte doch ein bisschen bewegt. Die einen ein bisschen mehr und die anderen ein bisschen weniger, so wie man es eben gerne hat. Die Zinsentscheidung der Bank of Japan, die Leitzinsen wurden gesenkt auf minus 0,1%. Dass das durchaus notwendig sein kann, sieht man vor allem auch an den Verbraucherpreisen. Großraum Tokio wieder minus 0,1%. Dort ist also Rezessionsgefahr schon wieder da und auch extrem schwach, hätte ich eigentlich auch rot machen müssen. Minus 1,4%. Die Industrieproduktion in Japan, das war alles nicht so gut. Weitere Zinssenkungen hält die Bank of Japan durchaus für denkbar, wenn dies eben nötig sein sollte. Die Negativzins gilt übrigens nicht für alle Einlagen. Um die Banken nicht zu stark zu belasten, sind nur bestimmte Kategorien letztendlich auf also einen Strafzins gesetzt worden. Das Ziel der Bank of Japan ist, den Wirtschaftskreislauf anzukurbeln und die Preise nach oben zu treiben. Man darf natürlich entsprechend skeptisch sein, denn das Ziel hat die Bank of Japan auch schon vor 15 Monaten, als sie die Zinsen das erste Mal massiv gesenkt hatte und ihre lockere Geldpolitik begonnen hatte mit massiven Anleihekäufen. Bis jetzt hat das nicht allzu viel gebracht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Nichtsdestotrotz, der Yen heute deutlich geschwächt. US-Dollar, japanischer Yen, dann heute gleich durch mehrere Widerstände durchgerutscht. Und als ich gestern ja noch gesagt habe, vielleicht kann es bis 120,70 gehen. Das haben wir dann heute auch noch ganz locker pulverisiert und wir sind inzwischen sogar über 121 wieder. Wir waren natürlich schon wesentlich höher mal früher und wenn wir hier in den 4-Stunden-Chart sehen, könnte das nächste Ziel aber durchaus noch 122,25 sein, bevor wir dann in den Bereich von 124 zurückkehren könnten. Ob es wirklich so weit geht, schauen wir ganz einfach mal. Heute zumindest sah das Ganze ziemlich dynamisch aus. Auch im euro-japanischen Yen, wo wir bis 132,40 gekommen sind. Und dann allerdings gab der Euro deutlich nach am Nachmittag, auch gegenüber anderen Währungen. Wir werden das dann gleich beim Euro-US-Dollar auch sehen. Und so konnte sich euro-japanischer Yen dann nicht über der 131,20 hier halten. Und ist wieder ein bisschen zurückgerutscht. Wichtige Unterstützung jetzt 129,65. Solange wir da drüber bleiben, haben die Bullen weiterhin Chancen. Wir sehen aber auch übergeordnet einen längerfristigen Abwärtstrend. Der Nikkei hat sich auch deutlich gefreut. Die 16.940 hat dann als Unterstützung gehalten. Es gab viel Volatilität heute früh, wie wir hier sehen. Wir waren schon mal kurzzeitig auch unter der 16.800, konnten uns dann aber eben deutlich erholen und sind inzwischen an der Widerstandsmarke bei 17.735 Punkten am Hoch, das wir hatten, so um den 13. Januar herum. Auf alle Fälle sind die Tiefs erst einmal im Nikkei-Geschichte. Schauen wir uns den 4-Stunden-Chart an, dann sehen wir, kämen wir hier über die 17.735, 17.800 so drüber, dann könnte es weitergehen bis 18.500 Punkte. Das wäre dann sehr spannend, käme man da drüber, dann könnte man tatsächlich wieder von Rallye sprechen. So lange wäre ich damit immer noch ziemlich vorsichtig. Das gilt auch für den DAX. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass da einige sehr optimistisch sind und extrem bullische Szenarien sehen. Also ich sehe hier im Stundenchart kein bullisches Szenario. Der DAX heute eher seitwärts. Ein paar kleine Gewinne hat er heute früh gemacht. Die hat er dann auch so einigermaßen verteidigt. Mehr ist aber nicht passiert. Wir müssen weiterhin hier über die 9.930er Marke, um überhaupt mal wieder die 10.000er Marke zu sehen. Da sind wir dann doch ziemlich weit weg. Schauen wir dann auch gleich einmal auf die Daten aus der Eurozone heute. Einzelhandelsumsätze aus Deutschland richtig schwach im Dezember. Das BIP aus Frankreich wie erwartet. Immerhin die Konsumausgaben ein bisschen besser. Was aufgefallen ist in der Eurozone ist, dass die Verbraucherpreise in Frankreich und in Spanien sehr schwach waren. Das hat sich zwar auf den Kern-VPI der Eurozone im Januar noch nicht ausgewirkt, aber das ist natürlich ein Zeichen, dass die EZB vielleicht tatsächlich schon im März nochmal reagieren
muss. Der Erzeugerpreisindex Australiens, dazu kommen wir später nochmal. Wir schauen uns erst einmal schnell noch ein bisschen die Eurozone an. Nicht ohne, dass ich nochmal gesagt habe, dass die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland heute zwar schwach waren oder im Dezember zwar schwach waren, aber insgesamt der reale Zuwachs 2015 um 2,7% zugenommen hat gegenüber dem Vorjahr. Und das war der stärkste Zuwachs seit 1994. Also die niedrige Zinspolitik der EZB hat schon die Verbraucher dazu gebracht, letztendlich ihr Geld lieber auszugeben. Und die deutschen Reeder, die haben ein schönes Geschenk vom Finanzministerium bekommen. Die brauchen keine Lohnsteuer mehr abführen. Die Lohnsteuer wird von den Seeleuten zwar einbehalten, aber muss dann nicht mehr ans Finanzamt überwiesen werden. Bisher mussten 60% der Lohnsteuer abgeführt werden, nun also gar nicht mehr. Eine schöne Subventionierung der deutschen Reedereien. Das offizielle Ziel ist eine Entlastung der Reeder, um die Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen europäischen Flaggen zu verringern. Das bedeutet, man will mehr Schiffe unter deutscher Flagge fahren lassen. Das ist eine feine Sache. In Griechenland hat man gerade genau das Gegenteil vorgeschlagen. Ja, die Griechen haben eben ja auch nicht so viel auf der hohen Kante wie die Deutschen. Hier sehen wir den Euro-US-Dollar und da sehen wir, dass wir den Aufwärtstrend jetzt definitiv dann auch gebrochen haben und wir sind jetzt wieder auf dem Weg zur 1,08 bzw. 1,0775. Es ist ein ganz schöner Absturz heute Nachmittag gewesen, von dem ich so richtig fundamental nicht überzeugt bin, warum dieser schwere Absturz hier passiert ist, denn an den Verbraucherpreisen kann es ja eigentlich kaum gelegen haben, aber vielleicht eben doch, man weiß es nicht so. Auf alle Fälle waren die Daten nicht so schlecht. Es gab aus den USA allerdings ziemlich gute Daten, aber erst später. Der Chicago Einkaufsmanager Index ist nämlich deutlich besser ausgefallen als erwartet. Da war erwartet worden 45,6, rausgekommen sind 55,6. Das ist schon sehr beeindruckend. Ansonsten durchwachsene Zahlen aus den USA wie so oft und auch aus Kanada sowohl einigermaßen Positives als auch ziemlich Negatives. Das BIP ist wieder gewachsen im November. Der Rohstoffpreisindex aus Kanada deutlich unter den Erwartungen und vorhin schon mal ganz kurz durchgelugt. Australiens Erzeugerpreisindex auch ziemlich schwach. Daraus ergibt sich dann mal ein Blick auf den Dow Jones, der sich etwas besser verhält als der DAX. Der Dow Jones ist auch wieder bei 16.280 Punkten an diesem Widerstand. Da könnte man jetzt also versuchen, mal drüber zu kommen. Insgesamt sieht das hier gar nicht so unfreundlich aus, was der Dow Jones produziert. Nächste Ziele könnten dann so bei 16.480,90 herum sein und dann auf alle Fälle bei 16.620 Punkten. Das sieht also gar nicht so schlecht aus. Das könnte natürlich dann letztendlich auch den DAX mit hochziehen. Wie gesagt, also im Chart des DAX sehe ich zurzeit kein bullisches Szenario. Hier im Dow Jones sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus und auch im S&P. Wenn wir hier eben über die 1914 Punkte drüber kämen, dann könnten wir zumindest mal die 1934 anvisieren und dann hätten wir noch so bei 1954 herum auch einen weiteren Widerstand. Es sieht aber auch hier durchaus zurzeit gar nicht so unfreundlich aus. Genau, schauen wir auf den australischen Dollar, US-Dollar. Da habe ich jetzt irgendwie den kanadischen Dollar ganz vergessen, ne? Jo, der ist mir jetzt abhandengekommen. Naja, passiert. Schauen wir jetzt auf den australischen Dollar, US-Dollar, während ich sage, dass der kanadische Dollar heute ein bisschen nachgegeben hat. Also US-Dollar, kanadischer Dollar heute durchaus ein bisschen zugelegt hat. Australischer Dollar, US-Dollar hat heute nachgegeben. Schwache Erzeugerpreise auf der einen Seite und dann später eben hat der US-Dollar ja allgemein zugelegt und somit haben wir dann die Unterstützung bei 0,7075 dann doch wieder durchbrochen und sind jetzt auch dabei, die Wolke wieder zu durchbrechen. Dann könnte man direkt auf die 0,70 zurückfallen. Ja, der Iran hat jetzt alle Spekulationen auf eventuell eine Drosselung der Ölfördermengen erst einmal beendet. Der Iran wird daran definitiv nicht teilnehmen. Und da ist dann die spannende Frage, ob die
anderen Länder tatsächlich, also vor allem die OPEC, tatsächlich bereit sein sollte, die Fördermengen zu reduzieren. Saudi-Arabien hat sich zwar zu Gesprächen bereit erklärt, aber wenn der Iran nicht mitmacht, wird wohl Saudi-Arabien eher auch keine Reduzierung der Ölfördermengen zulassen. Die russische Notenbank hat heute die Zinsen bei 11% gelassen. Allerdings erwägt sie eine Zinserhöhung, wenn die Inflationsrisiken zunehmen. Ziel ist, den Rubelverfall zu stoppen. Die spannende Frage ist natürlich ganz einfach, wenn die Zinsen immer weiter steigen, wie man dann die lahmende Konjunktur wieder in Gang bringen will. Wobei, wenn der Rubel zu schwach ist, wird es dann auch nicht so einfach. Wir sehen hier, dass sich US-Dollar, russischer Rubel zuletzt doch deutlich wieder stabilisiert hat. Also aus den Hochs ist US-Dollar, russischer Rubel sowieso erst einmal raus und wir sind jetzt bis 74,90 gefallen. Da scheint es jetzt eine stabilere Unterstützung zu geben, aber also auch ohne, dass die russische Notenbank an der Zinsschraube gedreht hat, konnte sich der Rubel ja ein bisschen zurückkämpfen, lag zuletzt sicherlich auch an den etwas besseren Ölpreisen, die wir hier sehen, aber wir sind über die 34, 15, 34, 25 nicht drüber gekommen. Und ja, das war ja die wichtige Marke letztendlich, wo ich gesagt habe, wenn wir da drüber kämen, dann wäre es schon cool, dann könnte man bis knapp 40 vielleicht sogar steigen. Das ist nicht passiert. Es gab heute Nachmittag doch den deutlichen Absturz wieder auf die 32,70 drauf. Und ja, es kann durchaus sein, dass damit die Rallye, diese Erholungsrallye zu Ende ist und tiefe Kurse doch wieder drohen, eventuell auch nochmal unter 30 Dollar. Das ist nicht ausgeschlossen. Gold heute, ja, wieder ein bisschen so seitwärts lange, die 1110-Dollar-Marke, die hält ganz gut. Nach oben geht aber zurzeit auch nicht so wirklich viel. Wir bleiben unter der Wolke, das ist immer ein bisschen gefährlich. Der Aufwärtstrend hält gerade so. Tja, zurzeit haben die Bullen ein bisschen an Kraft verloren, das kann man mal ganz klar sagen. Aber die Bären sind auch noch nicht so ganz dabei. Schauen wir auf drei Aktien schnell. Bei Microsoft gab es ein starkes Cloud-Geschäft und dazu schlanke Kosten. Das hat den Marktteilnehmern gut gefallen. Die Aktie gewinnt heute 4,4%. Dann hatten wir Amazon. Amazon ist ein wirkliches Trauerspiel. Minus 8,1% heute. Gewinn haben sie zwar verdoppelt, aber das hat den Analysten einfach nicht gereicht und den Anlegern auch nicht. Also Amazon wächst gut und trotzdem sind sie heute bestraft worden. Und bei Chevron, da war vorher zu erwarten, dass das Ergebnis nicht gut ausfällt. Das Unternehmen leidet einfach unter dem Ölpreisverfall. Damit hatten die Anleger dann auch einigermaßen gerechnet. Und so ging es dann nur 3% nach unten. Die Aktie insgesamt auch schon auf schwachem Niveau. Aber es sah auch schon mal wesentlich schlimmer aus. Wir bleiben hier über der Wolke im Ichimoku, im 1-Stunden-Chart zumindest mal. Und mal sehen, ob sich das Ganze weiter stabilisieren kann. Da wird auch vieles vom Ölpreis abhängen. So, jetzt habe ich hier beinahe den Fahrplan mir verlegt. Jetzt kann ich hier weitermachen. Der ESM Einkaufsmanager Index und überhaupt die Einkaufsmanager Indizes, das sind die wichtigsten Momente am Montag in der neuen Woche, denn wir blicken bereits auf die neue Woche. Es gibt auch wieder ein paar Quartalszahlen von Pfizer, UBS, das ist die Schweizer Bank, und UPS, der United Parcel Service, klar. Und am Abend dann noch Alphabet, das ist die Mutter von Google. Und weitere wichtige Highlights in der kommenden Woche gibt es jede Menge. Am wichtigsten bestimmt dann am Freitag die Arbeitsmarktdaten aus den USA, also die Non-Farm Payrolls. Davor noch am Donnerstag eine Zinsentscheidung aus Großbritannien. Da wird es wahrscheinlich nicht viel Spannendes geben. Und ob Bank of Australia die Zinsen verändert, da bin ich auch zurzeit ein bisschen skeptisch. Das schauen wir uns am Montag dann nochmal genau an. Das war's für den Moment und für diese Woche. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Am Montag können wir uns wiedersehen. Bis dahin.